Hallo. Alter, what the fuck? What the fuck? Was ist das, Mann? Hallo, Leute. Das war die Antwort. Ja, das war die beste Anmoderation der Welt. Ja, Alter, wir gehen einfach los. Ist egal. Und ja, genau, was sparst du denn extra für die Anmoderation auf? Ey, warte mal kurz. Ich hab mir aufgespart, das war einfach so, es kam einfach über mich auf einmal. Ja, ja, ja. What the fuck, ich bin nichts mehr. Ah, mein Controller hat sich das. Wenn ich helfe, ich Tom. Wenn ich, wenn Passi, bist du noch nein. Länger, bist du noch länger tritt hier? Tritt mich, tritt mich, tritt mich, tritt mich! Okay. Ich bin noch hier drin geblieben, Basti. Ja. Nein, du hast einmal nochmal gemacht, das hat nichts gebracht. Passi, bist du dann gleich noch länger hier, wenn Basti dann gleich pennen geht? Ja, klar, also ich werde wahrscheinlich eh noch nicht pennen gehen, von daher. Weil wenn nicht, können wir auch Tom dann helfen, beim Hochleveln. Wenn du Bock hast. Ja, dann sind wir das nächste Mal zu viert. Das Ding ist halt, wir müssen dann halt nur den Adhoc-Server auf einen von uns umstellen, dann kurz. Okay. Und das wird in der Aufnahme geklärt. Jo, genau. Ja, ist doch egal. Wir können doch in der Aufnahme drüber sprechen. Wir würden uns davon abhalten. Echt mal, kann doch keiner was machen. Oh nein. Jetzt bin ich vergiftet. Nicht. Ja. Wieso kommt der eigentlich? Der hat voll Fokus auf dich gehabt. Ja. Ich bin einfach nur stehen geblieben. Aua. Das ist so klar! Fettsack, Mann! Mann, jetzt dreht er sich schon wieder weg die ganze Zeit. Ey, kann der mal stehen bleiben? Mach er doch gerade. Danke. Das war so klar. Er ist dann bitte nachgekommen. Kann er mal bitte länger stehen? Alter, oh, ich wurde von so einem geilen Splitter getroffen. Oh, ich bin vergiftet. Ja. Ich auch. Warte, ich nehm Dingens. Warte, oh, da war ein Skype-Geräusch. Mit einer Aufnahme. Hä? Hat das nur für mich gereicht? Achso, okay, du hast ja kein Wide Range. Achso, ich dachte, man kann das auch mit so einem Dingens im Item machen. Dann geht das da nicht. Marco, du warst gerade zu weit weg und zu tief. Was, ernsthaft? Ah, nee, warte mal, ich hab ja gar nicht mehr die Rüstung an. LOL! Oh, stimmt ja. Ich hab grad zweimal Gegengift eingenommen, um euch zu heilen. Achso, du hast das, du hast Wide Range, ne? Ja, genau, ich dachte, aber ich hab mich ja lieber für eine Gate Poison entschieden. Was auf jeden Fall gegen Kinos die klügere Entscheidung war. Ja, aber ich hab den Kopf nie getroffen. Ja, nicht hier rumpulsieren, so Spuren. No, dieses Gift, Alter. Diese scheiß Giftangriffe. Wie ich den runtergeklatscht habe gerade. Das war auch mit drauf gegangen. Ja, oder wie wir ihn runtergeklatscht haben. Das war wirklich. Ich glaube, der ist leichter. Boah, der frisst halt richtig von mir. Der frisst gerade generell von uns, ey. Ich bin tot, Leute. Tschüss. Lebst du noch? Wow. Scheiße. Ich bin am Gift gestorben. Hier hätte ich sonst den Lifeboarder eingesetzt, schnell. Ja, das hätte er viel früher machen müssen. Ich hab kein Gegengift mit. Glaube ich zumindest. Meine ich nicht. Falls doch, dann hab ich's überblättert oder nicht gesehen. Ne, ist auch keins in der Box drin. Ich hab keins, ne. Aber jetzt hab ich nur so wenig. Ich könnte dir eins geben, aber der ist jetzt eh gleich down, der Typ, also. Vor allem, ich hab jetzt einfach keine volle Gesundheitsbalken mehr, so eine Scheiße. Oder hab ich doch? Doch, ich hab doch gegen Gift. Ich hab's doch überblättert, so ein Mist. Wow. Der zweite Tod. Ja, da bin ich nach. Von Marco. Jo, da bin ich an Dummheit gestorben. Ja, Dummheit ist aber ein Todesgrund, der ist berechtigt.
Alles klar, bei mir fliegt einfach mal so random Ding weg. Wo ist das Ding jetzt? Ich wusste, wenn ich Gegengift gehabt hätte, dann er ist zu mir geflogen. In der 3? What the fuck? Der ist gerade über mich rüber geflogen. Da ist er. Und wir campen da in einer 6? Da 7, aber wir dachten, der kommt da und dann. Hey, what the fuck, wieso hab ich zwei. Wieso hab ich eine rote Note bekommen, obwohl ich die obere Taste gedrückt hab? Verarschen? Warum hast du was? Achso. Ja, du gehst jetzt einfach. Ah, ich wusste, dass ich von Giginox sterbe, weil. Mann! Weil das finde ich ultra bescheuert ist. Ich hasse Giginox richtig hart. Oh, dieses Viech ist so ultra nervig. Ach ja, ich hab ja auch kein Fest mehr drin, das heißt. Nein! Da humpelt er schon. Ja, ist eben schon gehumpelt, aber da war's. Wo geht er jetzt hin? Dann hier, ne? Schätze ich mal, also er ist noch nicht. Doch. In die 5. Wo will er denn hierher kommen? Oh lol, what the fuck? Und er springt natürlich nochmal hoch. Humpelt sich einen ab, aber kann nochmal einen 10 Meter Sprung machen. Ja, Eier auskacken kann er ja auch. Ja, ich bin gleich wieder tot. What the fuck, man? Das hat mir gerade mal Hälfte meines Lebens abgezogen. Er ist tot. Holy shit, man, das ist scheiße, dieses scheiß Eier hat mir aber mal Hälfte meines Lebens abgezogen. Ja, jetzt. Nimm doch einen Trank. Nein, ich will carven. Mega Potion, so eine Scheiße. Wow. Boah, meine Lebensleiste ist so scheiße klein. Ah, ich hab jetzt keinen Maxi-Pod, nicht für Lonely Quests. Ach, jetzt hört das Gift so schnell auf, oder was? Alles klar. What the fuck? Ich fühle mich misshandelt. Und ich bin falsch gegangen. Wobei, dann bin ich bescheuert, Alter? Ich bin so ein Honk, ne? Ich hätte mich doch selber heilen können, bin ich bescheuert? Ja, keine Ahnung, was. Oh, jetzt spiel ich das auch noch, falsch, ey. Warum? Nicht ganz bei der Sache. So, und schon ist mein Lebensbalken wieder voll, also fast voll. Oh, ich bin so dumm. Jetzt machst du den nochmal und dann ist er doch. Nee, das kann man leider nicht stacken. Da brauche ich 11 Boost L. Okay. Er ist auf die Flügel wieder, ne? Versuch's ja, aber. Ja, wir wissen alle, dass du gerne schreist. Ich bin aber durchgerollt. Okay. Man. Oh. Wie viel Schaden machen die denn jetzt auf einmal? Holy shit. Dankeschön. Sehr schön. War das Lebenspulver? Ja, das war Lebenspulver. Die machen aber gerade echt irgendwie voll viel Schaden, keine Ahnung. Ich meine, ich habe 50 Def weniger mit der Rüstung hier, aber trotzdem, what the fuck. Alter. Jawoll, Mann. Der soll mal aufhören, die ganze Zeit so rumzuhüpfen. Einfach so. Mann. Oh, ich roll immer in diesen scheiß Angriff rein. Meine Güte. Was ist denn jetzt los? Ist schon viel zu spät. Wir stacken einfach. Ja, gerade jetzt irgendwie übel. Na, das Lebenspulver hätte ich aber noch nicht nehmen müssen, Basti.
bin für mich selber auch. So. Ja, weißt du, er macht eine Pause, ich komm an den Kopf, hau einmal drauf und ist wieder weg. Oh, Mann, jetzt ist okay hier, Bariot. Mach deinen Kopf jetzt runter, du bist exhausted, meine Fresse. Alter, was geht denn mit dem ab? What the fuck, was war das für ein Lag? Mann, Alter, ich hab grad so keinen Bock mehr. Grässlicher. Jetzt lass ich auf, jetzt endlich wegzuspringen. Okay, oh, nice. Ich glaub, der eine ist im Arsch, nein. Ich bin mir aber nicht sicher. Der ist im Arsch, ja. Richtig. Jetzt komme ich nicht an den Kopf ran. Komm ich halt echt nicht. What the fuck? Oh. What the fuck? Na warte, Barry, Alter. Nein, lass mich doch letzten. Oh, diese heftigen Fickbuggies, Mann! Jawohl. What the fuck, wie schnell ist der jetzt gestorben im Gegensatz zum Giginot? Ja, keine Ahnung, gegen den habe ich irgendwie besser gespielt und ihr auch. Wir waren viel, viel besser jetzt. Halt, gefühlt war der noch längst nicht down. Okay. Ja. Giginox war irgendwie gerade mega tanky. Den habe ich, also, gefühlt habe ich den Giginox wesentlich härter aufs Maul gegeben als den Barriot. Ich weiß nicht, also, naja, vielleicht, weil wir hier zu dritt gespielt haben und beim Giginox bin ich halt verreckt. Weil ich so schlecht bin. Ach ja. Der zweite Tod im Together Part. Mann, Mann, Mann. Das wird irgendwann wird das sowieso im zweistelligen Bereich sein, im High Rank. Was man nicht hoffen. Aber natürlich nicht von mir, ne? Na, natürlich nicht. Und natürlich, wenn du stirbst, sind auch wir schuld und nicht du. Ne? Ja. Nein, also eben muss ich schon sagen, habe ich ziemlich erwachsen gehandelt und habe gesagt, dass ich dumm bin und dass es meine eigene Dummheit war, dass ich kein Gegengift genommen habe, weil ich dachte, ich habe keins. Ja, okay. Fierce Amor habe ich bekommen. Ich auch. Und eine Commendation. Yeah. Und Bokosu Squash. Oh, das hattet ihr also noch gar nicht? Nee, wir haben alles, was wir jetzt machen, haben wir noch gar nicht. Nee. Ach so, okay, nice. Dann ist ja super. Dann auch mal für euch wieder was Neues. Eben. Was werden wir jetzt machen? Moment, ich muss mir erstmal einen guten Hotdrink nachkaufen. So. Wir machen jetzt. Keine Ahnung. 3 Agnaktore in Folge. Wasser! Barbarenklinge, hallo! Ich würde auch gerne endlich mal noch andere Jagdhörner haben, aber ich habe leider nur die beiden. Drei Agnaktoren in Folge. Jupp. Das wird. Was machen wir jetzt? 3 Agnaktoren in Folge. Oh, 3 Agnaktoren, da ist Feuer sehr schlecht, ne? Ja. Ja. Würde ich auch mal behaupten. War grad dumm. Und du wirst ja was zugeschmissen mit diesen komischen Tickets, Alter. Was bringen die überhaupt? Ich bin noch nie richtig benutzt, glaube ich. Naja, du kannst dir mit den Dingern Rüstungsteile bauen. Ach so. Dann müsste ich mir schon längst da 10 Rüstungen machen können. Naja, du kannst dir so ein komisches, ja, Meme-Set machen. Du kannst dir so ein, Bademantel, Badeoutfit machen. Was voll Scheiße. Na, es hat auch den Lappen auf dem Kopf, ne, die ganze Zeit, auch im Match. Läufst da nackt rum. Hat auch voll wenig Def. Ja. Hui.
Was ist ein Feline Game Change? Das ist Regelbrecher. Ja. Also, wenn dann da so ein Fragezeichen-Monster spawnen soll, also so ein Eindringling, dann spawnt der zu 100%. Oh, fuck, und ich hab drauf gefressen. Ja, die aber geht ja eh nicht bei denen. Nee, die gibt's. Wer ist denn dieser Helm? Weiß ich nicht. Ist doch egal, jetzt komm hierher, what the fuck. Willst du jetzt die Hälfte des Parts verschwenden, um dieses Ding zu suchen oder wie? Ja, ich bin der klügste Mensch auf der ganzen Welt. Ich bin super. Alle Wieso? Mögen mich. Ich hab meine Tränke ausgepackt. Ja, das machen wir häufig. Was ist gegen Dinge zu effektiv gegen Wasser. Water. Water. Und noch was? Eis. Auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht, aber ja, Eis ist gut. Eis macht mal richtig keinen Sinn. Naja gut, warum ist Feuer gegen manche Wasserviecher allein gut, ne? Was? Warum ist Feuer gegen manche Wasserviecher gut, ne? Fragt man sich auch. Ja, okay. Und hier ist Eis gegen den Feuerviech gut. Ja, obwohl gerade wegen der Unterart würde man ja denken, dass Eis halt erst recht nicht gut ist. Nee, aber ist auch gut. Also ist nicht so gut wie Wasser, ja, weil Wasser viel besser ist noch. Oh, bei welchem ist denn das auch noch so? Beim Barot wahrscheinlich, ne? Eis ist beim normalen Barot richtig gut, aber der Jade-Barot, der scheißt da drauf. Ja, schon klar. Nee, ich meinte, irgendeiner hat auch eine Unterart. Und wer war denn das? Ich komm grad nicht drauf, tut mir leid. Nee, was meinst du denn für eine. Was für eine Unterart meinst du denn? Ja, dass man auf. Also bei einem habe ich es auf jeden Fall aufgrund seiner Unterart habe ich ausgeschlossen, dass das und das gegen den effektiv ist. Nee, Giginox vielleicht, ne? Ja, genau, Giginox war es. Danke. Bitteschön. Das hier ist Drecks. Ja, alle hier warten noch. Ja, ich bin eh noch an der Box drin. Es war besser, als wenn du die Buffs gegeben hättest, wenn wir kurz davor sind, Basti. Einer ist bei Gebiet 7. Ah, oh, okay. Was heißt einer? Das ist der eine, der spawnt. Dann wissen wir immerhin schon mal, dass er immer in der 7 spawnt. Ja. Wo rennst du hin? Was durch hin? Nee, ist doch nicht länger. Ist doch nicht wirklich länger. Ja, doch. Viel länger eigentlich. Nö. Doch, wir sind schon da. Ich auch. Und er ist hier nicht. Der ist hier doch, Basti, in der Lava. Was erzählst du denn? In der Lava. Guck doch da. Hallo. Siehst du, und wer ist jetzt schneller da? Guck mal hier. Ja. Trotzdem wir. Nein, sehe ich nicht ein. Boah, viel zu viel Gewalt. What the fuck. Ja. Fair. Er fängt halt mit Überstrahl an. Sehr fair. Vor allen Dingen steht da so, dass wir ihn nicht mal attacken können. Ja, hau mich halt weg, bevor ich meinen Song spielen kann. Dankeschön. Aua. Ich brenne, Mama. Was denn wir hier rausspielen? Niemals mit dem Feuer. Och, nicht dein Ernst. Kann meine Kamera nicht so hoch stellen. So knapp. Oh, ich bin voll gegen die Feuersäule gegengelaufen, weil ich nicht gesehen habe. Beste. Mal schauen, wie lange die dauern. Da bin ich tatsächlich ziemlich gespannt. Da ist jetzt mal ein stärkeres Monster, ne? Mhm. Aber ich habe wenigstens getroffen, das hat sie ja so gemacht. Oh, nice. Mann, du scheiß Uroktor. Ach ja, es greift man schon wieder überall ab, außer vorne an die Schnabel. Wo man eh nicht angreifen kann, weil Marco einen ganz richtig auf das Maul gibt. Ja, das ist halt so. Boah, diese Uroktoren gehen mir gerade so auf den Sack, ne? Die graben sich immer unter mir hoch.
durch seinen Schnabel dann kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Oh, ich bin durch den Kopf durchgerollt und durch den Schwanz auch. Mann, diese Oraktoren hier, geht doch mal, steppt doch mal, Alter. Sind die hässlich. Sind auch hässlich. Ich glaub, ein Oraktor ist direkt weg. So. Boah, Bagnaktor ist eigentlich ein cooles Monster, ey. Ja, das war ich. Das ist groß genug, dass wir angreifen können und ist auch noch dazu noch geil. Ja. Oh, irgendwer hat gerade ein Lebenspulver eingeschmissen, richtig? Das habe ich vorhin gemacht, ja. What the fuck war das knapp? Ja, Lebenspulver kann man aber auch super einfach kombinieren, das müsste man echt mal öfter nutzen. Von dem High Rank wird das wahrscheinlich richtig Priorität haben, das Ding. Was zur Hölle? Ich schon Sachen an zu nutzen, halt, das relativ wichtig. Ich hab mich ernsthaft hinten noch getroffen mit dem Schwanz. Wie weit geht der doch bitte um die Ecke? Sehr weit. Okay. Wie der das spammt gerade! Meine Fresse! Okay, das Life, das Hellform bringt nicht so viel. Nee, das ist unnötig. Ich mag das aber. Da jetzt wirklich nicht mit seinem Schnabel, aber mit seinem hässlichen, mit seiner hässlichen Klaue. Boah, wie lange das dauert, bis der mal K.O. geht, Alter. Oh, oh, irgendwo macht er dann immer Laser. Okay, da. Oh, ich bin da eigentlich reingekommen. Oh lol, wir haben es geschafft, ihn. Jetzt muss er erstmal wieder brüllen, der blöde, der dicke Sack. What the fuck, der humpelt schon? Ja, was? Aber vergiss nicht, dass die hart abgeschwächt sind, weil das drei Monster in einer Quest sind. Sind die ja wirklich mega hart abgeschwächt? Ja, die sind echt mega von den HP her halt, aber nicht vom Damage. Okay. Oh, nice. Na, ist klar. Boah, den krieg ich gar nicht KO'd, aber der staggert richtig oft, wenn ich den so oft am Schnabel treffe. Der hat ein übelst niedriges Stagger-Limit am Schnabel. Oh, nee, der droppt sogar richtig Items. Doch, die sind abgeschwächt, ja. Aber die sind von den HP her, aber die droppen trotzdem richtige Items. In so Multi-Quests sind die meist immer abgeschwächt, wenn die so nacheinander kommen. Ja, Volker Ragnar doch Farm, Alter. Ja, aber der Schwanz ist noch nicht ab, die müssen wir nächstes Mal abtrennen. Ja, habe ich ja versucht, aber. Ja, der spawnt dann, denke ich mal, auch hier. Was soll man abtrennen? Den Schwanz. Schwanz. Ich brauche ja noch hier so Agnaktor-Dinger für die. Also, ich brauche ja die Klauen noch. Am besten ist, wenn ihr die wirklich alle vier Klauen abmacht. Immer. Diese Blasen an den Klauen. Dann zählen die jetzt kaputt. Hab ich eigentlich nicht Boxer? Sorry. Ach so. Aua. Sorry, ich muss dich halt machen. Du musst dich verleben, Marco. Da ist er. Auf den Schwanz. Ja. Ja, dreh dich halt genau so, dass ich in 30 Jahren nicht mehr am Schwanz ankomme. Bin doch gerade so rechtzeitig fertig geworden. Oh, den Angriff haben wir von dem anderen eben nicht gesehen. Nee. Ist doch gut so, der ist übel schlimm. Er hat zwei Angriffe auf den Schnabel und der staggert schon, Alter. What the fuck? Aua. Aua. Aua! Mann! Oh, ich geschlagen, das ist relativ. Ihr habt mich beide verprügelt und er hat mich da knackt verprügelt. Jetzt brüllt er dich auch noch an. Kann nichts machen, ich bin dauerhaft gestreckert. Meine. Oh nein. Oh, profimäßig gedodged. Oh, dieser Angriff im Eingraben. Wow.
Hallo. Nein, ich hab zu früh geschlagen. Fuck, ich hab mich zu früh weggerollt. Jawohl. Glaube ich zumindest. Aber nur eine, man muss alle vier kaputt machen, damit man dafür eine Belohnung bekommt. Nochmal eine Kralle gebrochen, glaube ich, oder? Jo. Also so Feuer von der Kralle auf jeden Fall weg. Ja, das ist Kralle Ration, das reicht. Ah, noch eines kaputt. Oder nee, dachte ich weiter. Zwei sind kaputt, ja. Zwei? Nicht drei? Zwei, ja. Kann man die Räume auch gerade wegmachen, wenn sie schon gehärtet ist? Ich glaube nicht. Was? Oh, Vorsicht. Auf die eine... Ah! Warum legst du da eine Bombe hin? Ja, damit du ihn rausholen kannst, weil das funktioniert. Mann! Naja, ich wollte ihn rausholen. Ich wollte da unten auf die Kralle gehen, auf einmal sehe ich, wie so eine Bombe vor dir aufploppt und denke mir nur so, yo, RIP, jetzt habe ich schon rausgeholt. Naja, aber immerhin hast du ihn zum Explodieren gebracht. Ja, Teamplay! Teamplay! Was? Der Teamplay. Aua, das war kein Teamplay, das war ein direkt für uns mal gegenseitig. Nein, das war Teamplay. Du hast die Bombe Insel zum Explodieren gebracht, dadurch ist er rausgeholt, ja, rausgekommen und Profit. Ah, schwarz. Boah, er ist voll in die Lava reingeflogen. Muss mal kaufen. Oh nein, scheiße, er wird das jetzt so weghauen. Ah, ne, also er ruht sich da aus. Oh Mann, schon wieder! Ich sehe die Fontäne mal nicht! Bei mir war die da noch gar nicht. What the fuck, Mann? Und der hat's gebracht auf jeden Fall. Ich wollte das sagen. Oh ja, noch. Mann, kann der mal aus der Lava rauskommen? Ja, und jetzt haut er ab oder was? Ja, jetzt verpisst er sich. Ja, ey, komm! Welches Ziel geht er denn? Naja, der geht wahrscheinlich fressen. In 8 oder wie? Nee, der fressen tut er in meiner 5. Falls er doch zu nach da oben geht, dann ist es ja auch kein weiter Weg für jeweils. Cooling-Effekt heißt das. Finde ich jetzt aber nicht toll. Nee, der frisst der jetzt. Der Angriff ist mit der Reihe so effektiv. Oh geil, wir kommen rein, kriegen erstmal jetzt. Ja. Alle Krallen sind down. Ja, bei dem ist jetzt alles kaputt. Wenn die Brust auch kaputt ist, ist alles kaputt. Nee, die Brust ist nicht kaputt. Ah, also, dann müssen wir die noch kaputt machen. Oh, Reno Plus, Alter. Ja, jetzt ist alles kaputt. Ja. Mann, Reno Plus, ey, hör auf. One Monster dead. Keine Sorge, Marco, ich heile dich noch. Na, ich hab auch Eishelfer als dann einen noch. Nein, keine Sorge, ich krieg das hin. Reno Plus und beide down. Nice. Firestone. Aber ich finde die Quest ist geil eigentlich, sowas ist cool. Wenn ja, die Monster auch mal wenigstens geil sind. Firestone habe ich auch. Ah! Scheiß Narbe. Warte mal kurz. Was denn? Dir fehlt noch ein ganz, ganz wenig. Hier ist noch ein Shiny Drop. So ein HP. Oh. Feuerwandträne. Was eigentlich ganz rare Item. Feuerstein. Kralle, ne, der, die Kralle ist das seltenste. Feuerstein? Achso, Upscale, Arknactor Scale. Ja, die Scale ist, naja. Nicht rare, ich weiß. Die Kralle droppt halt irgendwie nur zu 16% oder so. Ein richtiges Rare-Item hat ja eigentlich nicht. Ich meine nicht wie bei Cyndia, so ein Item, was 0,01% Chance hatte. Was? Ja. Kennst du nicht, Hände Marco? Ja, war mal bei so einem MMORPG.
Der Schnabel. Mann, zum dritten Mal gegen so eine Feuersäule gegengelaufen. Ey, ich bin so gut einfach gerade. Ich hab hinten halt keine Augen. Woher soll ich das wissen? Ist das überhaupt möglich, den zu KO'en? Ja, ist es aber. Der hat eine übelst behinderte eine übelst hohe KO Resistance. Und der ist auch. Das ist schwer für mich zu treffen. Fuck. Ausreichen, weil ich noch mein Schwert weggesteckt habe. Mein Schnabel ist kaputt. Oh, der Schwanzangriff macht richtig viel Damage, Alter. Ich muss schon meine eigenen Tränke nehmen. Nein, du nimmst ja keine Megatränke aus dem Haus. Boah, er hat voll den Uroktor weggefegt. Der ist sogar verreckt. Boah, das war knapp. Au. Oh, ja, wow, wie fair. Knapp. Wie fair, Alter. Yo. Ja, gab sich instant wieder. Oh, oh. Oh, shit. Ah, oh. Hab's gedodged, nice. Basti ist aber durchgerollt. Ja. Ich bin durchgesprungen zweimal. Ja, Basti aber nur so einfach so in einer ganz normalen Rolle einfach durchgerollt. Ja. Lol. What the fuck? So durchgerollt so. Macht Sinn. Ja, wenn du das richtig times, kannst du halt echt durch die ganzen Angriffe durchrollen. Deine Brust ist im Arsch. Auf eine, mit, sorry, Basti. Ja, keine Sorge, kein Problem. Nice, der hat gebracht. Wir sind eine Kralle ganz in der Marschmann, aber es funktioniert irgendwie nicht. Oh, ja, Schmerz, hab ich getroffen. Er dreht sich immer mit dem Face hin, wenn man gerade auf die Kralle geht oder so. Das ist dämlich. Ach! Also ich dachte, er macht meine Hand. Die rechte Hand. Noch eine Kralle ist da, ja. Nur eine Kralle fehlt. Er dürfte auch gleich down sein, meiner. Ja, Kralle weg. Ja, der wird übelst auf die. Der fällt immer um, wenn so eine Kralle kaputt geht. Er dürfte auch gleich down sein, weil meine Weapon-Power schon wieder runtergegangen. Siehst du? Das war doch aber geil. Ja. Das ging doch mal richtig gut. Also für 3 Aktenaktoren, Ja, war doch okay. 15 Minuten, 15 Sekunden. Ja, war okay. Ja. Gelding Plöre. Ich vergesse, dass wir auch meistens alles kaputt gemacht haben. Außer beim ersten. Wir haben nicht. Wir haben halt den Tailcut immer nicht hinbekommen und den Rücken haben wir auch nie kaputt gemacht. Na, hier ist aber auch kein Tailcut. Hier ist aber auch kein Tailcut diesmal. Ja, das sag mal, alle vier Clown ist schon krass, oder? Ja, ist halt, nee, das hilft halt vor allem, aber. Wirklich. Aber bei dem kannst du echt viel kaputt machen. Rücken, die vier Klauen, den Schnabel, Schwanz abtrennen und die Brust. Die Rückenflosse ist bei dem, weiß ich nicht, ob das kaputt ist, keine Ahnung. Sieht heil aus. Ich glaube, Rückenflosse haben wir kein einziges Mal kaputt gemacht. Kommst halt auch nur ran, wenn er halt liegt. Kannst ja nicht mounten. Ja, das stimmt. Oh, wie viel, Alter. Feuerstein. Eine Klaue? Nee, zwei Klauen. Ich hab auch eine Klaue. Dafür zweimal den Schnabel, einmal die Flosse. Drachentee.
Macht Sinn. Vor allem war der größte. Ja, bei mir auch. Tja, ja. Ja, das ist vorher auch schon wieder der Part. Wir müssen halt kräftig überzogen wie in der Quest. Ach, krass. Ja, aber das macht ja nichts. Dann bedanken wir uns wieder fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch gefallen und verabschieden uns hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.